herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben Montagmorgen von 8 Uhr. Ich bin gerade in Pirmasens. Wir haben mal wieder unseren KMC verladen. Und der geht jetzt nach Kaiserslautern in die Fröbelstraße. Das wird ein Heidenspaß. Das wird ein Heidenspaß. So, wir sind jetzt hier in Kaiserslautern. Sollen wir den noch durchlassen? Gucken wir mal. Jetzt hier rückwärts rein. Der Kollege lenkt draußen mit. Der Bus schon wieder durch hier. So, wir müssen hier ein Stück über den Quadstein. Laune hier, oder?
hier neben rein in die Baustelle. Dann kommt der Kollege mit seinem LKW hierher. Dann hängen wir der Arm und alles erst dran und laden dem sein restliches Werkzeug, das der noch dabei hat, ab. Dann schaffen wir den Bagger in die Baustelle. Dann hänge ich an wieder und dann fahren wir wieder hier vorne raus. Wieder drauf und habe einen Dosan, 300er Dosan geladen. Dann fahre ich jetzt hoch nach Sembach auf unseren Lagerplatz. Ach, kurz ein Handtuch. Lade ich dort eine Walze, aber im Moment habe ich am Dach hinten einen Magnetfuß und da habe ich meine zweite Kamera mal dran gehängt. Ich hoffe, dass sie noch da ist später. Mal gucken, was das für Aufnahmen gibt. Hergefahren und nehme eine Planierraube, nehme ich wieder mit. Die geht mit wieder nach Enkebach, dann komme ich noch mal hierher, muss eine zweite Walze laden und so viel wie ich weiß, geht die auch mit nach Enkebach. So, ihr seht ein paar Bilder von dieser Walze, die ich dann noch hier geholt habe. Und wie gesagt, die ging dann auch nach Enkebach über und dann war für den Montag Feierabend. Yeah.
herzlich willkommen am Dienstagmorgen. Wir haben schon fast 10. Ich habe heute Morgen zu Hause den Walsenzug habe ich abgeladen, habe den Viaxer draufhängen und war jetzt bei der Lieper in Landstuhl gerade laden und habe da Ewigkeiten rumgemacht. Ich habe einen 1,46 geladen und ja, es sollten wieder 2 Löffel mit. Versucht, gemacht, getan, alles. Es haut nicht hin. Jetzt habe ich einen Löffel dabei. Einen Löffel habe ich dabei. Und die Zwillingsbereiften sind gut eine Tonne überladen. Aber nur, weil ich diesen verschissenen Löffel mitnehmen muss. So, gehen wir jetzt in den Bohrer. Der Kollege ist freundlicherweise hergekommen und hat mich hier am Parkplatz abgeholt.
kann, war da am letzten Wochenende, als dieses Schneechaos war hier bei uns. Ja, überall umgestürzte Bäume. Die Straße, die ich jetzt fahre, oder diese 50 Meter, die wurde, glaube ich, erst gestern im Laufe des Vormittags wieder freigegeben für den Verkehr. Ich fahre jetzt quasi parallel dazu durch den Wald. Ich hoffe, das geht gut. Hier vorne fahre ich jetzt rechts ab. Donnerstagmorgen wird zum ersten Mal der Dolly im Einsatz sein. Aber was heißt zum ersten Mal? So, dass ich das Ganze quasi filmen kann. Am Pfaffgelände unseren Hitachi, unseren 94. Ich gehe davon aus, den werde ich morgen Mittag laden und dann am Donnerstagmorgen wird der Transport stattfinden gegen 4:30. Dann wird es leider dunkel sein. Ich hoffe, man kann trotzdem was sehen. Sehen wir dann. Wie gesagt, für heute oder für diese Folge war es das. Für diese Folge war es das. Ich habe mal wieder genuschelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer spannenden nächsten Folge wieder. All right.